Herzlich willkommen zum Neumond in Jungfrau. Ich fasse es nicht, ihr fasst es vielleicht auch nicht. Hallo meine Lieben, ich bin's die Kathi. Jetzt seht ihr mich auch mal und ich kann euch nicht sagen, wie aufgeregt ich gerade bin. Ich habe das Gefühl, als würde ich gerade mein allererstes Video aufzeichnen. Ist auch bestimmt schon der 500. Versuch, aber ich habe mir jetzt vorgenommen, ich ziehe das jetzt durch. So, alles was jetzt gesagt wird, wird gesagt. So, meine Lieben. Dieses Video besteht heute aus zwei Teilen. Als erstes möchte ich natürlich mal ganz kurz ein persönliches Anekdötchen hier erzählen, warum ihr mich plötzlich seht und warum das so ist. Und ja, einfach mal so eine kleine Geschichte zu eurer Kathi. Wen das aber nicht interessiert, der findet unten in der Infobox einen Hinweis, wann er dieses Intro überspringen kann und wann es dann direkt mit den Elementen losgeht. Zu den allgemeinen Energien zum Neumond in Jungfrau erzähle ich dann auch in diesen Elemente-Readings ein bisschen was, aber ich fange jetzt erstmal an mit dem Grund, warum ihr mich heute seht. Also, ich werde immer wieder gefragt, seit ich diese Arbeit hier tue, warum ich mich denn nicht vor der Kamera zeige. Und der Grund, dass ich das nicht tue, hat tatsächlich mit dem Gefühl zu tun, das ich zu mir selbst habe oder mit dem Bild, das ich von mir selbst habe. Und der letzte Wassermann-Vollmond, da ging es ja darum, Show the World the Real You, stand auf einer Orakelkarte, also zeige der Welt, wer du wirklich bist. Und ich habe mich von dieser Energie so krass angesprochen gefühlt und ich bin jetzt auch ein Jahr wirklich versackt hier in meiner Bude. Manche von euch werden es wissen, ich versuche ja schon seit Monaten umzuziehen und aufgrund von Corona hat sich das halt alles verzögert und ich kann halt noch nicht in diese Wohnung. Und ich habe mir vorgestellt, oder ich hatte da schon so eine Traumvorstellung in meinem Kopf, wenn ich dann in der neuen Wohnung bin und dann habe ich da einen großen Esstisch und dann gibt es vielleicht mal Kathis Kitchen Tarot und dann setze ich mich vielleicht mal hin und zeige auch mein Gesicht. So, und jetzt bin ich dann hier so in meiner Wohnung, in der ich nicht mehr sein will, so ein bisschen verlottert, jeden Tag Jogginghose, jeden Tag Dutt, nichts mehr aus mir gemacht und so. Und da ist irgendwie so ein Trott reingekommen. Und der letzte Vollmond hat einfach für mich so dieses, so kann es nicht weitergehen. Ich fühle mich nicht mehr wohl in meiner Haut, ich fühle mich nicht mehr wohl in dieser Wohnung, ich muss irgendwas ändern. Und ich werde immer wieder gefragt, zeig dich doch, ne? Du kannst dich doch zeigen. Und ich sage immer, jo, ne? Ich will ja gar nicht berühmt werden und so. Der wahre Grund ist aber tatsächlich der, dass ich Angst hatte. Ich hatte wahnsinnige Angst, mich hier zu zeigen. Ich bin in meiner Schulzeit ziemlich lange, also 8 Jahre, sehr stark gehänselt worden. Damals hieß es noch Hänseln, ich glaube mittlerweile heißt es Mobbing. Und deswegen glaube ich, ist meine Selbstwahrnehmung, was meine Optik angeht, einfach immer so ein bisschen meine Achillesferse. Und es ist ein riesengroßes Ablehnungsthema. Und ich habe einfach gedacht, ich muss mich diesem Ablehnungsthema mal stellen. Und ich muss mich in meine nicht perfekte Wohnung setzen, in einen nicht perfekten Tisch, weil das ist für mich als Jungfrau absolut notlösungsmäßig. Und dann muss ich die nicht perfekte Kathi zeigen. Und das alles wird dann schon perfekt sein. Ich bin Jungfrau. Wir Jungfrauen, wir haben immer so ein bisschen einen Anspruch an Perfektion, was uns selbst betrifft, beziehungsweise manchmal, was die Welt betrifft. Und perfekt ist aber einfach nicht mehr zeitgemäß. Und ich habe gedacht, natürlich könnte ich jetzt noch die nächsten Wochen und Monate, bis ich dann endlich umziehen darf, in diesem Trott weiter existieren. Oder ich stelle mich heute meiner Angst und ich zeige mich euch und schließe endlich mit diesen Selbstzweifeln ab, die ich habe aufgrund meiner Optik. Und das ist jetzt hier wirklich auch, meine Lieben, das ist jetzt hier auch kein Fishing for Compliments. Es geht nicht darum, wie andere mich wahrnehmen. Es geht ja immer darum, wie man sich selber wahrnimmt. Und wenn man eine gestörte Selbstwahrnehmung hat, von das ich von mir behaupten würde, was ich mein ganzes Leben lang schon hatte und wo ich halt immer noch konstant dran bin, daran zu arbeiten, muss man sich halt einfach so von Level zu Level arbeiten. Und bitteschön, hier sind wir, das ist Next Level of
auf Kathi. Also, meine Lieben, schauen wir mal, was da jetzt so rauskommt bei diesen Readings, muss ich sagen. Was ich aber gerne noch dazu sagen möchte. Also, es wird hier gelegentlich, ich muss mal schauen, wie ich mich damit fühle und auch wie ihr das findet und so. Es wird hier gelegentlich solche Videos geben, wo ich mich zeige, weil es einfach auch wirklich Sinn macht, dass ich mal wieder, also dass ich zumindest gelegentlich einen Grund habe, mich mal wieder zu frisieren und vielleicht mal ein bisschen die Augen zu schminken und sowas. Aber natürlich wird es die Videos, so wie ihr sie kennt, von oben mit den Händen weiterhin geben, weil ich persönlich der Meinung bin, dass die Karten wichtiger sind als derjenige, der sie deutet und ihr in diesem Videoformat ja nicht so gut die Karten sehen könnt wie sonst. Deswegen, es wird beides geben. Die alte Variante wahrscheinlich häufiger als diese hier. Das werden wir dann sehen, wie es sich entwickelt. Aber heute gibt es eben Legungen, wo ich mich zeige und ich hoffe, dass die Botschaften trotzdem genauso gut ankommen wie sonst auch. Dann lasse ich das hier mal so stehen. Der Take ist jetzt im Kasten, den nehmen wir jetzt auch. Und ja, dann fangen wir an mit den einzelnen Elementen. Bis gleich. Hallo meine lieben Feuerzeichen, herzlich willkommen zu eurem Neumond-Reading. Ja, meine Lieben, zwischen dem Intro, das ich aufgezeichnet habe, und eurem Reading liegen tatsächlich 3 Tage. Ich wollte eigentlich am Samstag diese Videos schon veröffentlichen, aber ich musste mich tatsächlich ein bisschen mit dieser Thematik auseinandersetzen. Also es hat nochmal sehr viel losgelöst, dass ich diese Art von Videos mache, und hat mich definitiv dazu aufgerufen, mich nochmal mit mir selber auseinanderzusetzen und mit den Gefühlen auseinanderzusetzen, die da so ausgelöst wurden. Und meine lieben Feuerzeichen, genau das ist die Energie zum Neumond in Jungfrau. Es geht darum, sich selbst auf jeden Fall zu verstehen, die Lernaufgabe zu verstehen, eine Situation zu verstehen oder sie richtig einzuschätzen. Es ist auch so ein bisschen eine Rückzugsenergie. In sehr vielen Readings hat sich jetzt auch so ein bisschen das Thema, in sehr vielen Readings, es hat sich bisher auch so ein bisschen das Thema gezeigt von Rückzug und mal sacken lassen. Deswegen, ich bin sehr gespannt, was bei euch rauskommt, meine lieben Feuerzeichen. Und ja, das schauen wir jetzt einfach mal. Was aber am allerwichtigsten ist, und ich hoffe, das wisst ihr, okay, ist interessant. Die 3 Schwerter und das Ass der Kelche ist Resonanz. Das heißt, dass du dich in so einer Legung wirklich wiederfindest, dass du das Gefühl hast, dass ich nur zu dir spreche oder dass ich auf jeden Fall deine Energie und deine Situation aufgreife. Und wenn das nicht der Fall ist, meine lieben Feuerzeichen, dann macht das Video einfach aus, beziehungsweise schaut euch gerne eins der anderen Elemente an. Vielleicht ist da eine Botschaft enthalten, die besser auf deine Situation passt. Denn natürlich sollten diese allgemeinen Legungen hier auf YouTube dir als Inspiration und als Motivation dienen und dich nicht irgendwie auf den falschen Weg schicken. So. Das ist immer noch total ungewohnt. Ich habe ein bisschen Rücksicht mit mir. Ich muss manchmal auch so schauen, wie halte ich die Kamera, dass das, die Karten, dass das nicht so spiegelt und so. Für mich ist das wirklich eine riesengroße Überwindung, das hier für euch so zu machen. So, gut. Eine Hauptenergie für meine Feuerzeichen zum Neumond in Jungfrau. Interessant, meine Lieben. Stopp. Die Gerechtigkeit. Und die Gerechtigkeit heißt hier in diesem Deck Detach, also das Loslösen. Das ist eine Karte tatsächlich auch aus diesem Deck. Das ist übrigens mein Psychic Tarot for the Heart, falls das jemand interessiert. Diese Karte sehe ich sehr oft. Und es geht so ein bisschen darum, so ein bisschen, gerade auch mit der Eremitenenergie, so ein bisschen in den Rückzug zu gehen und die Situation mal ganz für sich selbst zu klären, ne? sich auch vielleicht wirklich mal aus Situationen rauszuziehen, rauszulösen, gerade vielleicht auch mit der Gerechtigkeit aus Beziehungsdynamiken oder aus möglicherweise auch aus Beziehungen. Einfach mal einen Schritt zurück machen, sich Zeit für sich nehmen und ich sage jetzt mal ohne äußere Impulse, ohne äußere Einflüsse, dir mal das alles mal wirken zu lassen.
Aber wir schauen gleich weiter. Also mit der Gerechtigkeit kann es natürlich in viele Richtungen gehen. Interessant, was ich hier schon wieder sehe. Ich lege erst alle Karten aus, meine Lieben. Und dann gehen wir da gemeinsam durch. So. Irgendwie habe ich das bei euch heller als bei den anderen. Naja, gut. Seht ihr mich halt noch besser. Gut, so, eine Energie hier für meine Feuerzeichen. Page der Stäbe ist schon mal eine schöne Energie. Auf der Bewusstseinsebene meiner Feuerzeichen. Die 8 Schwerter. Auf der Gefühlsebene. Die 9 Kelche. In der Vergangenheit die 8 Stäbe und sie sind so auf dem Kopf rum rausgefallen, dass ich sie gerne auch auf dem Kopf rum liegen lassen möchte. Eine Karte noch zu den 8 Stäben. Ass der Kelche, okay. Jetzt der Einfluss des Neumondes. Die 10 Kelche. Oh wow, okay. Oh wow. An der Unterseite des Decks, meine lieben Feuerzeichen, der Narr. Okay, der Teufel, der Tod, die 5 Schwerter und die 10 Kelche. Okay, okay, okay. Jetzt im Hintergrund, ich weiß nicht, ob man es sieht, vielleicht sieht man es, aber das ist das, was ihr sonst immer hört, wenn Wambi sich sein Bett macht. Ja, so viel dazu. Meine Lieben, okay, könnte nicht die einfachste Botschaft werden. Ich sag's, wie es ist. Ich glaube, dass es hier um Beziehungsdynamiken geht, um ehrlich zu sein. Und ich glaube, dass du tatsächlich aus irgendeiner bestimmten Beziehungs- oder bei in einer bestimmten Beziehungsdynamik mal einen Schritt zurückgehen solltest. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, du bist so ein bisschen. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Naiv hat immer so einen negativen Touch. Ich habe irgendwie das Gefühl, du bist in irgendeiner freudigen Erwartung, weil es irgendetwas gibt mit den 9 Kelchen, das du dir wirklich sehr stark wünschst. Ich glaube aber, dass du irgendwas nicht ganz klar siehst in dieser Situation. In der Vergangenheit, die 8 Stäbe und das Ass der Kelche. Ich glaube tatsächlich, du tust es noch immer. Ich glaube, du wünschst dir, dass jemand, und ich glaube, es ist auch jemand Bestimmtes, auf dich zukommt und dir möglicherweise seine Liebe gesteht oder sich zu dir bekennt, dir einfach dieses Ass der Kelche reicht, ne? Dass hier Kommunikation kommt. Das liegt ja in der Vergangenheit. Deswegen habe ich, und die 8 Stäbe auf dem Kopf sagen mir, sie sind dieses Angebot, diese Kommunikation ist nicht gekommen. Ne? Sie ist nicht gekommen, meine lieben Feuerzeichen. Trotzdem stehst du irgendwie noch hier und vielleicht hast du Hoffnung, vielleicht hast du Erwartung. Ich will noch, den Narr lassen wir auf jeden Fall da liegen. Denn ich hätte gerne noch eine Karte hier zum Pagen der Stäbe. Die 2 Schwerter. Meine Lieben, sorry, dass ich sowas sagen muss. Ich hasse es immer, wenn ich derjenige bin, der das aussprechen muss. Aber ich habe das Gefühl, du siehst eine Situation nicht klar. Du siehst eine Situation nicht klar, nicht wie sie ist. Denn der Einfluss des
Neumondes, und das könnte sein, ne, gerade mit dieser Rückzugsenergie und mit dieser Detach-Energie, also dieses Loslösen, könnte dir vielleicht etwas bewusst werden, dass das gar nicht, dass die 10, ich weiß nicht, wie gut ihr das sehen könnt, bei mir spiegelt das irgendwie, dass diese Beziehung, also ich habe das Gefühl gehabt, dein Wunsch war, dass das, ne, 9 Kelche, 10 Kelche, dass das hier irgendwie in eine Beziehung mündet. Ne, ich glaube, irgendwie nehme ich dich auch ein bisschen verliebt war mit dem Page und der Stäbe, das kann auf jeden Fall so eine Verliebtheitsenergie sein, aber ich weiß nicht, ob du dich in den Richtigen oder in die Richtige verliebt hast, um ehrlich zu sein. Ich könnte mir vorstellen, dass du entweder dich in jemanden verliebt hast oder dir dieses Ass der Kelche von jemandem gewünscht hast, der selber total problembehaftet ist. Vielleicht musst du mal einen Schritt zurücktreten und dich fragen, ist das, was ich mir wünsche, ne, die 10 Kelche, eine glückliche Beziehung, denn mit dieser Person möglich? Ist diese Person denn in der Lage, überhaupt Liebe zu geben? Hat diese Person die Liebe in sich gefunden? Denn nur wenn man die Liebe in sich gefunden hat, kann man sie auch geben. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass auch bei euch, meine lieben Feuerzeichen, der Neumond, ne, Rückzugsenergie, Eremitenmodus-Energie, euch dazu aufrufen möchte, euch mal von dieser Situation zu distanzieren. Und Jungfrau-Energie ist wirklich auch realistische Energie. Generell Erdzeichen sind realistische, ist alles, was mit Erde zu tun hat, ist realistisch. Und ich habe das Gefühl, ich habe irgendwie das Gefühl, du hast ein bisschen eine rosa-rote Brille auf. Und ich sag's euch, wie es ist. Vielleicht zeigt euch der Neumond oder das, was ihr im Rückzug erkennt, auf, dass ihr hier ein bisschen mit kindlicher Naivität rangegangen seid, was überhaupt nicht bewertend ist. Ne? Kindliche Naivität ist in der Regel überhaupt nichts Verkehrtes. Aber ich glaube, das, was ihr hier seht, gerade mit den 8 Schwertern auf der Bewusstseinsebene und mit den 2 Schwertern, ne? beide haben die Augen verbunden. Irgendwas seht ihr nicht. Irgendwas ist in dieser Situation nicht gut für euch, ehrlich gesagt. Oder vielleicht wolltet ihr die Wahrheit nicht wahrhaben. Ne? 2 Schwerter, 8 Schwerter kann oft so eine Energie sein von eigentlich weiß ich's, aber irgendwie habe ich da noch Hoffnung oder irgendwie habe ich da das Gefühl, vielleicht wird's ja doch noch gut. Ich glaube, was euch definitiv bewusst wird, rund um diesen Neumond herum, ist, meine lieben Feuerzeichen, wovon ihr detachen dürft. Genauso, ne, wie ich es euch ja auch gerade gesagt habe, ich habe mich die letzten 2 Tage auch nochmal wirklich mit meinen eigenen Selbstzweifeln, komischen Gedanken auseinandersetzen müssen. Und ich glaube, genau das wird so, ne, das, wenn man das tut, ne, wenn man wirklich sagt, okay, ich ziehe mich jetzt zurück, ich fühle jetzt mal in mich hinein, ich betrachte das jetzt mal realistisch, ich schaue mir das alles genau an, dann werdet ihr vielleicht, meine Lieben, erkennen, dass ihr irgendwie einen neuen Weg einschlagen müsst, gerade mit dieser Detach-Energie, ne, dass es hier irgendwie darum geht, die Realität zu sehen, und in dem Moment, in dem man die Dinge realistisch sieht, kann man auch, na, der Nah ist Null, kann man auch irgendwie bei Null anfangen und in eine andere Richtung marschieren. Und mehr habe ich dazu an der Stelle noch nicht zu sagen, meine lieben Feuerzeichen. Ich lasse das für den Moment hier so stehen. Unten in der Infobox findet ihr den Link zum weiterführenden Reading, wo ich auf all das hier nochmal genauer eingehen möchte. Ich möchte definitiv wissen, was ist das für eine Beziehungsdynamik, denn ich sehe hier eine, beziehungsweise definitiv was Zwischenmenschliches. Ich nehme es als Beziehungsdynamik wahr, aber ihr werdet wissen, wenn es resoniert, auf welchem Bereich eures Lebens es resoniert. Ich will definitiv wissen, was wird euch da klar, ne? Was wird euch da bewusst, was zeigt sich so klar? Denn mit dem Tod und dem Teufel und den 5 Schwertern habe ich das Gefühl, dass so ein bisschen die Seifenblase platzt, ehrlich gesagt. Was aber am Ende des Tages, meine Lieben, auch wenn natürlich gerade mit den 3 Schwertern und dem Ass der Kelche, ne, wenn die wir hier am Anfang von dem Deck gesehen haben, die ich am Anfang
dieses Readings von dem Deck gesehen habe. Auch wenn man sich dieses Ass der Kelche so sehr gewünscht hat, wenn man es sich von der falschen Person wünscht, kriegt man es nicht. Das heißt, auch wenn es mal kurz wehtut, ne, zu erkennen, dass man, ja, dass man hier vielleicht ein bisschen zu naiv dran gegangen ist oder wirklich, ne, gehofft hat, dass das eine bestimmte Richtung nimmt und es hat nicht diese Richtung genommen, ist es trotzdem mit dem Ass der Kelche die Chance auf diesen Neuanfang, wo dann auch wirklich das, was du dir wünschst, und ich habe das Gefühl, dass du dir Liebe wünschst, beziehungsweise, ne, mit den 10 Kelchen, dass du dir Beziehung wünschst, dass du dir glücklich sein wünschst. Du wünschst dir glücklich sein. Ja, auch wenn es erstmal irgendwie ein Ende bedeutet, ist es gleichzeitig ein Anfang. Ne? Es ist ein Anfang in die richtige Richtung. Und da schauen wir dann einfach, was in diesem Extended Reading noch so rauskommt, meine Lieben. Außerdem findet ihr alle meine Zusatzvideos auch auf meinem Patreon-Channel. Und wer nicht weiß, was Patreon ist, auch dazu findet ihr unten in der Infobox alles, was ihr wissen müsst und wie ihr dazu beitreten könnt. Für diejenigen unter euch, die sich dieses Zusatzvideo nicht anschauen, auch bei euch sehe ich hier die Botschaft, mal alleine die Dinge zu analysieren. Na, wirklich, der Eremit, wie gesagt, Jungfrau-Energie, das ist ein Schlagwort von Jungfrau, ist overanalyzing. Also wirklich mal zu analysieren, wie realistisch ist das hier? Ist das, was ich mir wünsche, denn ist das möglich? Oder ne, blockiere ich mein eigenes Vorwärtskommen möglicherweise selbst, weil ich hier in einer Idee gefangen bin, in einem Gedanken gefangen bin, in einer Vorstellung, in einer wirklich schönen, romantischen, süßen Vorstellung, die aber möglicherweise genau das ist, eine schöne Vorstellung. Und ich habe das Gefühl, dass wenn du hier mit dem Kopf genickt hast, dass du dir in der Vergangenheit gewünscht hättest, dass jemand was zu dir sagt oder dass jemand auf dich zukommt, dass, ne, dass hier irgendjemand einen Schritt auf dich zugeht und sagt, hey, ne, hier, Ass der Kelche. Und das ist nicht passiert. Warum denkst du denn, dass es in der Zukunft passiert? Setz dich damit auseinander. Warum denkst du, dass, wenn es bisher nicht passiert, also was glaubst du, ist der Grund, dass es bisher nicht passiert ist, aber in deiner Annahme trotzdem immer noch passieren kann? Weil ich glaube wirklich, gerade mit den 8 Schwertern und den 2 Schwertern, ich glaube, du hältst dich damit selbst ein bisschen im Stillstand, mit dieser Annahme oder mit dieser Betrachtungsweise, sagen wir es so. Deswegen, meine lieben Feuerzeichen, nehmt euch die Zeit, die Dinge mal zu analysieren. Und so lasse ich das hier stehen. Vielen lieben Dank, vielleicht bis gleich, ansonsten hoffentlich bis bald. Tschüss!